es ist wieder Hashtag alle 14 Tage Zeit. Im letzten Video haben wir euch ja den Gorilla und Druck im Bike präsentiert. Heute, wie wende ich das an auf dem Trail? Wir sind dafür hier am Flow Trail Siegen und da gibt es ein paar Sektionen, wie hier die 6 zum Beispiel, wo so ganz viele kleine Doubles kommen und sogenannte halbe Anlieger, gar nicht richtige Anlieger, sondern nur so halbe. Und da zeige ich euch heute, wie man da richtig Spaß hat, indem man da einfach dann mit dieser Druck- und Bike-Geschichte einfach durchpusht. Jo, ihr habt es gesehen, ich schaffe die Sprünge nicht, weil ich zu langsam bin und weil ich halt auch keine gute Aktivsprungtechnik habe. Und dann in der Kurve kriege ich Angst vor dem Baum, der da kommt, und fange an mit irgendwelchen wilden Kurventechniken in diesen halben Anliegern. Bringt gar nichts, außer dass Unruhe ins Rad kommt und dass man einfach ein unsicheres Gefühl hat. Und Gefühl ist für mich das Wichtigste beim Biken. Wenn das nicht gut ist, fühlt sich halt einfach alles auch nicht gut an. So, was kann man jetzt anders machen? Im letzten Video haben wir euch das Pushen des Bikes über die Pedale gezeigt. Wenn ihr wisst, dass ihr einen Sprung wahrscheinlich cased oder nicht schafft, dann gewöhnt euch an, den Sprung, wenn das natürlich machbar ist, bei einem Gap geht das natürlich nicht, aber bei diesen Doubles und bei Tables, dann lieber die Sprünge weg zu pushen, indem man sagt, okay, ich will jetzt hier keine Geschwindigkeit verlieren, dann schafft ihr den Sprung danach. Und in solchen Kurven, das werden wir euch jetzt zeigen, kann man einfach diese Push-Technik, die wir in der Geraden halt testen, dieses Light Hands, Heavy Feet, kann man dann einfach auch in diesem halben Anlieger einfach mal machen und lasst euch überraschen, was dadurch passiert, wenn ihr durch diesen Halbanlieger fahrt. Das ist einfach der Wahnsinn. Der Blick natürlich wieder, klar, ganz wichtig, immer da, wo ihr hin wollt, nicht in den Baum gucken, sondern ihr wollt ja auf dem Trail bleiben. Ich mache euch das jetzt mal einmal vor. Ihr habt gesehen, bevor die Kurve kommt, in der Geraden, damit ich richtig im Bike bin, pushe ich mich noch einmal über die Pedale ins Bike und dann pushe ich in die Kurve rein und werde richtig rausgeschossen, da wo ich eigentlich auch hin will. Übt das am Anfang erstmal ein bisschen weniger Impuls, das bringt euch ganz viel. Bringt euch auf alle Fälle bei so halben Anliegern super weiter, weil ihr einfach schön wieder in den Trail reingepusht werdet. Und das Ganze baut auch noch, ich glaube, das konnte man auch sehen, ordentlich Geschwindigkeit auf. In diesem Sinne, viel Spaß beim Pushen. Bevor die Kurve kommt, also ich bin gerade auf dem Bike, gucke ich, dass ich keinen Druck auf dem Lenker habe und tue mich so ein bisschen vorpushen. Wenn dann die Kurve kommt, in dem Moment pushe ich hier und werde durch das Pushen quasi auf die andere Seite schon rübergebracht. Weil ich mich quasi in die Wand, in der Wand quasi abdrücke, wenn man so will. Würde man es ohne Bike machen, ist es auch verständlich. Ja, ich gehe in die Kurve, gehe runter, push mich raus, dann werde ich ja auf die andere Seite quasi manövriert, also weg von dieser halben Kurve. Ist einfach, glaube ich, wieder Logik, das ist Physik, wenn ich natürlich mich hier gegen drücke, dass ich dann auch weg. Das sind ein paar Sachen, sowieso ein Tipp von mir. Wenn ihr die so auf dem Bike nicht versteht, weil das ja schon sehr dynamisch ist und sehr komplex, dann macht das doch wirklich mal ohne Fahrrad und ihr merkt, was das bringt. Ja, es ist ja quasi der gleiche Effekt, nur halt ohne Bike. Das ist ein Tipp von mir. Ihr habt gesehen, ich bin voll zu kurz gesprungen und was ist dann sofort weg? Der Speed. Und noch schlimmer, das Flow-Gefühl ist auch sofort weg. Und das heißt, das macht auch keinen Spaß. Jetzt zeige ich euch zwei Methoden, wie man bei solchen Sachen dann reagiert, wenn man einfach zu langsam ist oder halt nicht aktiv springen kann, um die Landung zu treffen. Dann pusht man es entweder durch oder man macht den Vorderradimpuls, den ihr ja in den 5 Übungen-Videos schon kennt. Einfach nur ein Vorderradimpuls, das hat nichts damit zu tun, dass man hier manuell können muss oder so. Versucht diesen Impuls einfach länger zu halten und auf dem Hinterrad durchzusurfen. Wir werden beide Varianten jetzt euch einmal zeigen. So Leute, ich rate euch, dieses Pushen und auch den Vorderradimpuls also senken, einfach mal zu üben,
Es ist relativ ungefährlich, leicht zu lernen und macht aber so einen Bock, weil ihr anfangt, den Trail zu lesen, den Boden zu nutzen. Ja, nicht immer nur trampeln, bremsen, sondern einfach mal pushen, wegschlucken, drücken. Dann merkt man, okay, das gibt Energie, ich kann mein Fahrwerk benutzen. Ja, man fühlt sich einfach im Bike durch diese Druckgeschichte und durch das Pushen. Und natürlich kommt auch noch dazu, hast du Druck auf dem Reifen, rutscht das Rad auch nicht so schnell weg. Das heißt, wenn du in diesen Halbanliegern oder so reinpusht, musst du keine Sorge haben, dass das Rad wegrutscht, weil du hast extrem Druck auf den Reifen. Und gerade der fehlt vielen, weil sie Druck über den Lenker zum Beispiel machen und nicht über die Pedalen. Dazu wird als nächstes ein Video kommen zum Thema, welche Körperteile wir beim Kurvenfahren immer vergessen. Also in 14 Tagen wieder einschalten. Und wenn ihr das Video geguckt habt, ganz wichtig, ausschalten, biken gehen. Euer Thomas von Free and Ride. Ja, Leute, wenn ihr das dann geübt habt, nehmt euch ein paar Kumpels mit in den Wald oder Leute, die ihr zwingt, mit euch zu fahren, so wie ich den Daniel. Der fährt jetzt hinter mir her mit der Kamera. Und versucht mal eure Trails oder wo ihr so fahrt, ohne Pedalieren, nur mit Pushen zu fahren. Natürlich am Anfang einmal auf Speed kommen und dann versuchen die ganzen, alles was da kommt, Kurven, Senken und so, alles mal einfach nur zu pushen. Und seid erstaunt, dass ihr relativ gut durchkommt. In diesem Sinne probieren wir das jetzt. First try. Okay, wir springen auf die Doubles gar nicht, ne? Nein, wir pushen alles durch. Okay. Ich mache einfach das, was du machst. Okay, ready? Ja. 1, 2, 3. Verdammt! Wie es sich steigert, ne? Ja, super cool. Oh. Am Anfang denkst du so, oh, ob das überhaupt, oh, gleich stehen, wa? Ja, ja. Aber dann so nach dem dritten, vierten Sprung und der nächsten Kurve, cool.